Hi, ich bin die Sui und heute spielen wir ein ganz, ganz kleines Game, mal was ganz anderes, und zwar Who Needs a Hero? Das ist ein ganz lustiges Spiel. Wir starten direkt einfach mal ins Game rein. Ich sag da nicht so viel zu, ihr werdet sehen, es ist einfach, ganz lustig. So, wir sind nämlich dieser... Warten einmal kurz. Wir sind einmal dieser... nette, nackte Held. Zumindest, wir versuchen ein Held zu sein. Und wir werden ziemlich viele lustige Dinge erleben, denke ich zumindest. So, und da werden wir schon vom Royal Knight angesprochen. Hallo, mein Name ist Durak und ich gehöre zum höchsten Rang der Ritter in diesem... Mir fehlt das Wort! Königreich. Wir sind immer am Kämpfen gegen das Böse. Okay. Möchtest du uns helfen und gegen das Böse kämpfen? Natürlich bist du. Die Frage der Fragen, und das werde ich direkt erstmal ausprobieren, ist, was ist, wenn wir Nein drücken? das ist aber schlecht für dich. Also uns wurde direkt erstmal ein Fame geklaut. Hilfe! Eine wunderschöne und basti Elfenfrau wird von Ratten attackiert. Ich habe versucht, sie zu retten, aber ich konnte es nicht. Du musst sie helfen. Du musst sie helfen. Du musst sie retten. Fängt ja schon gut an. Wir machen mal einen auf... Nee. Wenn du zahlst. Bist du bescheuert. Hier, das ist alles, was ich habe. 40 Gold und ein Fame weniger. Machen wir uns hier keine Freunde damit, glaube ich. Oh, ein Mädchen in Gefahr. Bitte, Abenteurer, hilf mir. Diese Monster sind vorher nie aggressiv gewesen. Bitte, ich bin so ängstlich. Okay. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ja, easy. Bam, bam. Ach, das ist die Basti-Elfenfrau. Danke, Abenteurer. Wärst du es nicht gewesen, dann wüsste ich nicht, was mit dem wunderschönen Mädchen passiert wäre. Die letzten paar Tage hat dieses Königreich viele Attacken oder Angriffe abbekommen. Ich weiß, meine Übersetzung ist heute nicht on point, aber wir ignorieren das mal. Es sieht so aus, dass diese Monster von irgendjemandem mit viel Magie kontrolliert werden. Wir müssen rausfinden, wer das ist, so schnell es geht. Okay. Wir haben auf jeden Fall Fame dazu bekommen und Geld und einen Anhänger. Wanderer. Hallo, Abenteurer. Ich gehe jetzt auf eine Reise. Möchtest du mir Glück wünschen? Nö. Wir sind mal der Bad Boy heute. Ich brauche das nicht. Und außerdem werde ich dir nicht verraten, dass die Hauptstadt direkt geradeaus ist. Tschüss. Okay, Day One complete. Wir haben einen Follower bekommen noch. Dazu 140 Gold und plus ein Fame. Aber ich möchte das gar nicht. Das ist die Stadtwache. Hey, da, stopp. Wegen... meine Übersetzung. Wegen kürzlichen Attacken sind leider Außenstehende nicht erlaubt in dieser Stadt. Bribe oder I want to help? Wir machen mal Bribe. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was das... Ach so, bestechen, genau. Was? Du denkst, ich bin korrupt? 20 Gold Coins und du kannst durch, natürlich. Und unser Fame ist mal wieder gesunken, weil warum nicht? Oh, sie heißt Juliette. Ich wollte dir nochmal danken, dass du mich gerettet hast.
Wir würden jetzt nicht sprechen, wärst du nicht da gewesen. Mein Name ist Juliette. Kann ich deinen Namen erfahren? So, wir machen mal ein Mädel und nennen die natürlich Sui, weil, na, ist klar. Gucken mal, wie wir aussehen. Ich glaube, ich nehme Ninja, finde ich eigentlich ganz cool. Wir nehmen Blau. Ich finde, Blau ist eine ganz coole Farbe. Es ist mir eine Ehre, dich zu treffen. Und bitte sei vorsichtig. Die paar Monster sind ein bisschen merkwürdig momentan. Oh, ein Bart. Ein... Wie nennt man das denn auf Deutsch? Falls ihr gerade wisst, was das auf Deutsch heißt, schreibt es mir doch in die Kommentare, auch wenn ich es erst im Nachhinein lese. Aber das wird mir viel helfen. Würdest du gerne eins von meinen Liedern hören? Nö. Möchte das nicht. Der ist ja voll depressed jetzt bestimmt. Das jetzt mal Wildschwein. Oink, oink! Die Wache des Königs müsste hinter ihm sein. Ach so, hinter ihm her sein. Für das Essen heute Abend. Ich denke, er will Hilfe. Dadurch, dass wir eigentlich gegen so alle sind, wir helfen ihm mal. Oh, wir haben direkt 2 Fame und 2 neue Leute bekommen. Oink. Er sieht mich als Freund. Wow. Cool. Jetzt haben wir ein Wildschwein als Freund. Nee, wir wollen immer noch keinen Song hören. Wie oft kommt der? Oh, nice. Geht's mal weiter. Tag 2 ist vorbei. Da ist ein Blacksmith, also ein Schmied. Könnte ein Schmied wie ich dir oder deiner Gruppe beitreten? Vielleicht kann ich ja ein paar Schwerter für dich anfertigen. Ja, das machen wir tatsächlich, weil das ist, finde ich, gar nicht so schlecht. Mein Hammer ist dein Hammer. Okay. Interessant. Ein Ghoul mit einem Shirt. Beißen. Alle beißen. Okay. Ja, das ist natürlich schlecht. Wir haben noch nicht wirklich was, aber das schaffen wir. Ja. Nice. Coole Sache. Ich hoffe, dass wir bald auch mal Rüstung bekommen. Und nicht die ganze Zeit nackig weiterrennen. Ein Bauer. Diese Monster haben meine... Oder die Monster haben meine Farm zerstört. Und jetzt habe ich und meine Familie keinen Weg mehr, um uns selber zu ernähren oder halt zu überleben. Kannst du uns bitte helfen? Ja, wir helfen denen tatsächlich mal. Und geben denen ein paar Coins. Guck mal, da haben wir auch Fame bekommen und neue Follower. Sehr cool. Ein Skelett. Ein Necromancer. Ich weiß gerade auch nicht, was das auf Deutsch heißt tatsächlich. Hat mich wiederbelebt und nun sterbe ich wegen... Oder sterbe ich durch Durst, so. hast du vielleicht ein paar goldene Coins für mich, damit ich Milch holen kann? Ja, natürlich. Dem geben wir was. Und wir haben wieder Follower dazu gegaint. Sehr nett. Oh, ein Henker. Der König hat mir gesagt, ich soll vorbereitet sein. Sobald wir wissen, wer hinter diesen Attacken steckt, werde ich diese Person hinrichten. Tag 3 ist schon complete, ne? Ein Fischer. Ich habe eine Flasche mit einer Schatzkarte drin gefangen. Ich bin aber kein Abenteurer mehr. Dann willst du das vielleicht für 1000 Coins kaufen?
Aber ich habe leider keine 1000 Coins. Das ist ein bisschen schlecht, ne? Ich meine, immerhin ist es eine Schatzkarte, über die wir reden, nicht? Ja, aber ich habe halt keine 1000 Coins. Was ist, wenn ich jetzt mache? Ja, natürlich würde ich ihn robben. Hätten wir mal No gedrückt. Aber vielleicht wäre er dann nicht mal vorbeigekommen. Oink, oink. Wir müssen dem Schwein wieder helfen. Und dafür kriegen wir auch den Fame wieder gut. Ein Duelist. Ich muss Messer werfen üben. Vielleicht wird es mir ja für ein paar Goldcoins helfen. Ja, warum nicht, ne? Ups. Oh, okay. Wir haben 3 Leben abgezogen bekommen. Dafür haben wir aber auch ordentlich Geld bekommen. Wir füttern das mal. Weil wir sind voll auf der Seite des Schweines. Was? Skelett möchte jetzt eine Schaufel haben, denn es möchte seiner Mutter eingraben oder ausgraben. Haben wir eine? Oh, 50. Teuer, teuer. Das ist natürlich mies. Ein Royal Knight ist wieder da, ein Ritter. wie hat dich denn die Wache überhaupt in diese Stadt gelassen, so wie du gerade ausschaust? Ich werde mit meinem Freund Godwin reden. Vielleicht hat er ja irgendwie Rüstung für dich. Du kannst das momentan nutzen. Ich trage immer eine schmutzige Unterwäsche mit mir rum. Geil. Ich will nicht wissen, wie schmutzig die ist und von wem und... Fischer, er fragt, ob er eventuell irgendwann mal eine Meerjungfrau fangen wird. Das weiß ich nicht, aber wir sagen mal ja. Warum lügst du mich an? Du weißt doch, dass Meerjungfrauen nicht existieren. Belastend. Ein Magier. Ich habe eine neue Teleportmagie erlernt und wünsche, dass ich irgendjemanden hätte, mit dem ich das üben könnte. Kann ich das mit dir machen? Ja, kann er. Wir kriegen dafür ja auch Geld. Es sieht aus, als hätte es funktioniert, denn ich habe gerade ein paar Goldcoins in deine Tasche teleportiert. Netter Boy, netter Frosch. Guck mal, da ist wieder der Henker. Okay, also der Henker sagt nichts anderes, als dass er halt prepared sein muss, vorbereitet. Also das, was er auch vorhin gesagt hat. Der Wanderer. Ich bin zurück von meinem Abenteuer, beziehungsweise von meiner Reise. Ich kann sehen, dass die Attacken vermehrt auftreten, beziehungsweise sich vermehrt haben. Ich musste ein paar Kobolden ausweichen, um hier überhaupt hinzukommen. Es wird doch alles mit dem Königreich gut gehen oder alles gut sein, oder? Ja, natürlich. Ich bin noch da. Hallo, die Sui ist da. Guck mal, wir haben 50 Coins dafür bekommen. Er hat die Coins in einer Leichentasche gefunden, während er in der Wüste rumgelatscht ist. Das ist natürlich sehr nett. People don't like you. Das ist natürlich belastend. Wir müssen mehr Fame aufbauen, bevor wir Leute verlieren. Ein Zwergenkämpfer oder so. Hallo, Abenteurer. Brauchst du einen Zwergenkämpfer in deiner Gruppe? Es würde mir eine große Ehre sein, dir zu folgen. Ja, let's go. I will not disappoint you. Und da haben wir wieder positiven Fame. Das ist doch gut. Ein Novize. Du bist super. Ich möchte genau so ein Abenteurer wie du sein. Kannst du mir ein paar Coins geben, dass ich mir ein neues Schwert kaufen kann? Ja, machen wir das einfach mal. Okay, 10. Easy. Warum gibt's hier keinen Job? Hallo? Come on, Elder. Hast du eine Axt mit dir da,
Hast du eine Axt dabei? Ich glaube, ich hoffe nicht. Nee, habe ich doch auch gar nicht. Eigentlich. Ah, zum Glück haben wir das hingekriegt. Um einen Fame zu bekommen. Skelett. Ja, Glass of Milk. Hier, trink mal was. Bist anscheinend extrem durstig, Skelett. Kleiner Pilz. Entspann dich einfach. Es wird nicht wehtun. Dein Leid wird schnell vorüber sein. Ich hoffe, diesmal schaffen wir das wieder. Ja. Easy. Sobald wir einen niedrigeren Damage haben, verlieren wir das, beziehungsweise werden angegriffen. So. Wir haben gut Progress gemacht, würde ich sagen. Ein Holzfäller. Ich war mal ein Abenteurer wie du, aber jetzt möchte ich einfach nur noch meine eigene Bar eröffnen und jeden Tag besoffen sein. Könntest du mir den Traum wahr machen? Ich brauche dafür ein paar Goldcoins. 100. Ja, tschüss, Geld. Eigentlich wollte ich ja böse sein, ne? Ich habe das schon wieder vergessen. Oh, die Helga. Du bist ein Abenteurer. Richtig. Und du bist so hübsch. Mein Name ist Helga. Es ist mir eine Ehre, dich zu treffen. Ich arbeite an der Bar, die gerade erst geöffnet hat. Ja, it's a pleasure. Komm. Oh. Neben, dass du sehr hübsch bist, bist du auch sehr freundlich oder sehr höflich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, gentle heißt höflich. Da ist wieder der Ghoul mit dem Shirt und möchte wieder alle beißen. Oh. Oh, oh. Okay, das haben wir zum Glück noch geschafft. Wir bräuchten eigentlich mal ein besseres Schwert oder so. Ich hoffe, das kommt demnächst. Todesritter. Oh, immer wenn ich Freunde mache, dann sterben sie ein paar Jahre später. Und dann bin ich wieder allein. Ist das nicht traurig? Ja, schon traurig. Oh, ich hoffe, du wirst ganz, ganz viele Jahre weiterleben, sodass wir ganz lange noch Freunde sein können. Hier, nimm diese Goldcoins als Zeichen unserer Freundschaft. 100 Stück. Sehr, sehr freundlich. Fischer, nö. Jetzt sind wir einfach unfreundlich. Wir müssen unser Geld sparen. Also, seine Angel ist halt kaputt gegangen, aber ich möchte ihm keine neue kaufen. Selber schuld. Ich wollte eh keine haben. Der ist sowieso immer unfreundlich zu uns, deswegen sind wir auch unfreundlich zu dem. Der royale Ritter ist wieder da. Hey, Abenteurer, schnell! Wir brauchen deine Hilfe. Die Prinzessin ist shoppen gegangen und ist nicht zurückgekehrt. Es sieht so aus, als hätte ein Monster sie gekidnappt und wir müssen sie jetzt finden. Nö. Der König gibt aber eine Belohnung für jeden, der sie, oder für den, der sie rettet. Tja, belastend. Little Mushroom. So. Let's go. Ich hoffe, wir schaffen das. Oh, oh. Ganz knapp. Oh. Da müssen wir... Wir brauchen so dringend Schwert. Ich glaube, wir kriegen das aber irgendwann automatisch. Come on, Elder. Oh, jetzt geht's hier aber los mit Kämpfen, ne? Was ist denn das? Aber das haben wir auch geschafft. Okay. Jetzt übertreiben sie aber direkt, ne? Wir haben so viel Glück gerade, dass wir das auch schaffen. Aber dafür kriegen wir sehr viel Fame. Kommt da jetzt nochmal einer? Nee. Da kommt ein Priester. Hast du vielleicht ein paar Coins für mich, sodass ich irgendwas essen kann? Ja, komm. Sind mal nett.
Blast, du hast 3 Stärke dazu bekommen. Sehr, sehr cool. Man kann auch Buffs kriegen durch gute Taten oder ja. Eine sprechende Vase. Hey, hey, du da. Hab keine Angst. Ich bin ein Abenteurer wie du. Ein Assassin ist hinter mir her und ich musste mich verwandeln, um mich zu verstecken. Hi. Hi. Wir sehen uns. Das war ja ein kurzes Gespräch. Er ist ein Alchemist. Wenn du zwischen Unsterblichkeit und unendlich Geld entscheiden könntest, was würdest du entscheiden oder nehmen? Ich glaube tatsächlich, ich würde Unsterblichkeit nehmen. Interessant, da werde ich dann mal mehr forschen. Vielleicht kriegen wir ja irgendwann Unsterblichkeit. Pharma. Ja gut, ne, wir haben leider einem Pharma aber schon geholfen, also sind wir jetzt unfreundlich. Ich kann doch nicht ohne Geld nach Hause gehen, meine Töchter verhungern. Das tut mir leid. Da ist wieder Novize, der sein will wie wir und der gerne ein neues Schwert hätte. Ja, komm. Müssen aber trotzdem ein bisschen auf unser Geld achten, denn ich weiß nicht, wann wir das vielleicht brauchen. Oh! Ein Baby-Org. Mama hat mir gesagt, ich soll nett sein, aber Daddy hat gesagt, dass ich gemein sein soll. Wem soll ich denn jetzt... Auf wen soll ich jetzt hören? Ich würde Mom sagen, weil nette Orks sind doch die cooleren. Okay. Also gucken wir mal, ob wir an Geld nochmal kommen. Der royale Ritter ist zurück. Eine Horde Monster kommt zu uns. Wir müssen herausfinden, wer diese Monster kontrolliert. Sonst werden diese Attacken niemals enden. Ich zähle auf dich. Ja. They are coming. Get ready. Da gucken wir mal, ob wir das packen. Da ist ein Poop. Gule. Also, die Ghule möchten mir einen Arsch. Wortwörtlich. Hoffen wir mal, dass wir das schaffen. Oh, das ist Klaus. Aber wir haben es geschafft. Wow. Okay. Kommen da noch mehr? Ja. Da kommt wieder ein Ghul mit Shirt. Okay, das ist easy win. Ein Händler. Ich muss ein paar Waren zur Nachbarstadt bringen. Könntest du jemanden aus deiner Gruppe fragen, ob der mich eskortieren kann? Ich würde auch dafür zahlen. Ja, wir brauchen Geld. Here is your payment. 100. Oh, wow. Nice. Das brauchen wir wahrscheinlich auch. Das wieder... Ach nee, das ist ein Priester, ein Vater? Die Kirche ist überfallen worden oder überrannt worden von ein paar Ratten. Könntest du sie bitte killen? Ja, natürlich. Komm. I will pray for you. Okay. Gucken. Oh, ein Klassenmaster. Hallo, Abenteurer. Du kennst mich noch nicht, aber ich bin Godwin. Ah, okay, das ist der. Leute aus diesem Königreich oder aus dieser Umgebung, ich weiß gerade nicht, was Realm heißt, kennen mich als Klassenmeister. Nun, da du jetzt Level 10 bist, ist es Zeit, ein Schwertkämpfer zu werden. Wenn du Level 20 erreichst, werde ich nochmal mit dir reden. Wir sehen uns, Abenteurer. Jetzt haben wir auch eine vernünftige Ausrüstung hier. Also es sieht auf jeden Fall vernünftiger aus als vorher. Assassin. Weißt du, warum Assassine
gewählt haben, diesen Weg gewählt haben. Pleasure! Exakt! Ich liebe es, sie sterben zu sehen und nach Vergebung oder nach ja, Mercy halt zu flehen. Ah! Vielleicht solltest du irgendwann auch dem Assassins-Clan beitreten. Vielleicht sollte man das. Vielleicht sind wir unfreundlich. Priest. Ja, wir glauben an das Leben nach dem Tod. Ja. I hope so. Oh. My day is coming. Oh no. Ja, guck mal, für den kaufen wir Food, weil 5 ist nix. Wenn der Hunger hat, dann komm. Haben wir die Ratten gekillt, Jana? Dankeschön, Abenteurer. Nun können Menschen wieder zu unserer Kirche und ihre Sünden gestehen. Nice. Haben sogar, wow, 2 Gold. Mhm. Richtig viel. Geil. Oh, da ist wieder der Schmied. Nun, da du jetzt ein Schwertkämpfer bist, wie sieht's aus, wenn ich ein langes Schwert für dich schmiede? ich brauche nur ein bisschen Zeit und ein bisschen Geld. Was sagst du? Ja. Okay. Dann haben wir bald ein neues Schwert. Cool. Duelist. Denkst du wirklich, dass du ein Kämpfer bist? Ja, natürlich. Hallo? Wer hat das gesagt? Deine Mama? Also, für mich bist du ein Loser. Der kriegt aber auch irgendwann eine Klatsche von mir. Ich fühl's. Oh, ein Ghoul with the shirt again. Okay, das haben wir easy hingekriegt. Aber ich freue mich schon auf Schwert, denn dann sind wir, denke ich, auch mal ein bisschen stärker. Oh, ein Mimik. Ich habe Hunger. Kann ich vielleicht ein paar von deinen Followern essen? Ja. 10. Wir haben Geld bekommen. Das ist doch nice. Alte Lady. Hallo, mein lieber Reisender. Wie du sehen kannst, bin ich eine alte Lady. Nein. Man sieht genau, dass das keine alte Lady ist. Das sehe ich nicht. Vielleicht hast du schon einen vollen Magen, aber du weißt nicht, was du verpasst. Doch, ich weiß, was ich verpasse, nämlich euch da. Traue dem Braten nicht. Sexy Unterbuchse hier. Ein Centaur. Ich habe meinen Cousin nähe den Wäldern gesehen. Ganz schön komisch. Normalerweise geht er mit der Prinzessin shoppen zu der Zeit. Magie. Ist irgendwas mit der Prinzessin passiert? Nein. Okay, ich war besorgt. Wir sagen mal nix. Wir looten das mal. Das ist nämlich verlassen. Ich möchte das looten. Okay, choose a card. Welche nehmen wir denn? Ich habe ein großes... Oh nein. Okay. Wir haben ein paar von unseren... Oh, 150! Was? Okay, wir drücken mal Yes diesmal. Okay, das war vielleicht, depressing. Oh, Mann! Ja, wir helfen dem, damit wir ein bisschen Geld kriegen. Oh, Gott sei Dank. 200, das ist gut. Da haben wir wenigstens ein bisschen wieder Geld drin. Niemand weiß diese Antwort zu meiner Frage, aber vielleicht tust du es ja. War mein Vater ein Mensch oder ein Mann? Ein Pferd. Woher sollen wir das denn wissen? Human?
Okay. So, also war meine Mutter ein Meer. Danke für die Information. Haben wir dafür Geld bekommen? Ja, ne? Oh mein Gott, wir verlieren so viel Leben durch diese Scheiße. Ich hoffe, das ist bald weg. Oh, wir kriegen... Ja! Wir kriegen das neue Schwert. Nice, plus 2. Das ist sein Ernst. Plus 2 ist jetzt aber nicht so... Nicht so cool. Ein Magier. Wäre es nicht cool, wenn ein... Ritter wie du auch Feuermagie nutzen könnte? Ja, natürlich. Hallo, wie cool wäre das? Toll, voll der Clickbait. Ich denke auch. Nur schade, dass das nicht möglich ist. Witz. Sollen wir das nochmal probieren? Ja, wir probieren das nochmal. Och nein, wie schlecht bin ich eigentlich? Wie viele Coins? Oh nee, schon wieder 150. Ach, wie belastend. Oh, Juliette. Ich habe diese Elfenkuchen für dich gemacht. Die kommen direkt aus dem Ofen, aber... Okay, danke. Nachdem du mich gerettet hast, konnte ich nicht aufhören, an dich zu denken. Ich weiß nicht, ob mir das so geheuer ist. Was? Wie wär's, wenn du mich reitest? Für ein paar Goldcoins kann ich dich bis in die Schneeberge bringen. Ja doch. Habe ich genug? Just be careful. Okay. Day 15 complete. 14. Lesen muss gelernt sein. Der royale Ritter ist wieder da. Eine andere Horde an Monsters kommt wieder auf uns zu. Ja, wir machen das. Get ready. Bist du da, um zu sterben? Nein, aber ihr. Oh nein. Oh oh. Das ist nicht gut. Das ist belastend. Leider nicht tot gekriegt. Du bist schon pleite. Lass mir dir helfen. Oh, wie nett. Der hat mir einfach ein paar Goldcoins gegeben. Oh, 200. Großzügig. Oh, Mimik. Ich bin ziemlich voll. Ich denke, dass ich krank werde. Hier, nimm diese Goldcoins. Oh, jetzt werde ich aber zugeschüttet hier. Sehr freundlich. Vater, würdest du deine... Sünden erzählen, beziehungsweise ihr wisst, was damit gemeint ist. Aber ja, mach ich mal. Warum nicht, ne? Level 15. Ich denke, bei Level 20 werde ich diese Folge hier beenden. Hallo, ich bin Fair the Queen. Ich bin die Königin des Nachbarkönigreichs. Ich bin nicht gefährlich, aber ich werde alle killen oder töten, die mich davon abhalten, alle Diamanten dieser Welt zu bekommen. By the way, wenn du Steffo irgendwo siehst, sag bitte nicht, dass du mich gesehen hast. Ja. Aber ich möchte keine... Was? Das sind keine Diamanten, das sind Goldcoins. Das ist aber falsch. Bin ich dein Daddy? Ich weiß nicht, aber ich bin noch Mädel. Ja? It's a try. Ja, ich würde meine Sins nochmal confessen hier. Warum nicht? Kriegen wir ein bisschen Leben dafür. Ja, ich werde dem wieder beim Messer werfen helfen. Ups. Ah, dafür habe ich 50... drei, aber ich hoffe, ich kann geheilt werden. Natürlich, vielleicht kriege ich ja wieder coolen Kram. Oh ja, wieder ein paar Goldcoins. Cool, cool. Royaler Ritter. Es sieht so aus, als wäre ein Magier hinter den ganzen Attacken. Wer hätte denn so viel
magische Kraft. Der Fischer sieht aus, als würde er irgendwas wissen. Geh mal hin und sprich mit ihm. Ja, machen wir mal. Da kriegen wir auch wieder Geld. Cool. Konnte ich nicht irgendwie... Ah, okay. Ja, natürlich möchte ich die Geschichte zum 50-Meter-Giganten hören. Oh. Sie sagen, dass er ein ganz normaler Mensch war, so wie wir. Aber sie haben ihn eingefangen und Experimente durchgeführt. Und am Ende haben diese dazu geführt, dass er zum Giganten wurde. Aber sei vorsichtig, er ist sehr, sehr aggressiv. Und noch ein Ding. Die Giganten haben keinen Penis. Wusstest du das? Frag einfach nicht, warum. WTF? Warum sollte ich das jetzt wissen? Und warum dies? Was? Ein zweiköpfiger Ogre. Einer deiner Follower hat meinen Bruder getötet und ich verlange nach einem Sacrifice, einem Sacrifice halt. Nö. Okay, er wird irgendwas ganz Böses tun, aber ich sehe das nicht ein, weil vielleicht hat er ja auch was Böses getan. Oh. Nein, oder ja. Wir machen mal ja, weil wir sollen ja eigentlich auch mit ihm reden. Ich meine, wir haben genug Geld. Aber warum konnten wir jetzt mit ihm nicht reden? Oder ist, Juliet, magst du Elfenmädels? Die Frage ist, in welchem Bezug das gefragt wird. Ob ich auf Elfenmädels stehe? Nee. Ob ich einfach Elfenmädels mag? Ja. Wir machen einfach ja. Aber ich bin doch kein Er. Oder habe ich mich verklickt? Wirklich? Ich glaube, er mag mich. Was? Ich will nicht heiraten. Was tun wir hier? Oh, das Pferd der Prinzessin. Sieht aus wie das Pferd der Prinzessin. So muss irgendwo hier in der Nähe sein. Kann ich das nicht einfach reiten? Oh, Kobolde. Battle. Battle, battle. Ja, easy Snake. Prinzessin. Oh, du hast mich gerettet. Komm bitte näher und lass mir dir einen Kuss geben. Nein. Ah, mein Held. Nee. Priest. Ja, wir geben ihm mehr ein paar Coins. Außerdem gibt er uns dann immer so ein schönes Blessed. Das ist eigentlich sehr angenehm. Oh, ein Jäger. Ich bin... Oder normalerweise gehe ich jeden Tag jagen, aber momentan ist es wegen den Attacken ziemlich gefährlich. Monster sind überall. Monsters. Ja gut, ne? Nur ein Held kann uns jetzt retten. Me. Du? Ich mag deine Courage. Aber es ist besser, wenn du das den Rittern des Königreichs überlässt. Sehe ich nicht. Hallo, ich bin voll der Held hier. Was soll denn das? Voll unfreundlich. Royaler Ritter. Ja, da kommt wieder eine Horde Monster. Das machen wir. Das sollte diesmal eigentlich easy sein. Okay. Ja, doch eigentlich. Ja, das haben wir easy geschafft. Oh, da ist wieder der Todesritter. Natürlich ist es traurig, dass die immer sterben. Er hat mir wieder Geld gegeben. Sehr freundlich. Ich glaube, wir überleben das ziemlich gut. Ich weiß halt nicht, ob... Ja doch, wir geben ihm wieder Follower. Dafür kriegen wir ja ein bisschen Geld.
Jetzt haben wir schon fast 1000 Geld. Was machen wir denn damit? Was können wir damit machen? Der Zwergenritter, das Schild ist kaputt gegangen. Und ob ich ihm ein paar Coins gebe? Ja, komm, wir machen das mal. Boah, 60. Aber wir haben genug Geld, das ist jetzt nicht so das Drama. Oh, wer ist das? Steffo. Hallo, mein Name ist Steffo. Aber du kannst mich Steff2317 nennen. Warum sollte ich das tun? Ich schaue nach der Fair the Queen. Die ist total gefährlich. Bitte sag mir, wenn du sie gefunden hast. Okay. Ja. Wenn sie so gefährlich ist, also immer hat sie mir ein paar Coins gestohlen, das ist nicht nett. Natürlich wäre es immer noch cool, wenn wir Feuermagie könnten, aber es geht ja eigentlich nicht, ne? Aber dafür kriegen wir ein bisschen ein paar Follower. Da ist wieder ein Jäger. Du wirst es nicht glauben, während ich ein silbernes Wildschwein gejagt habe, hat mich ein 32-köpfiger Drache attackiert. Und hat alle meine Fallen geklaut. Ja, das ist belastend. Ja, hier, hast mal Coins, dann kannst du neue kaufen. Krass. Hoffentlich sehen wir den nicht. Das ist wieder der Wanderer. Würdest du gerne die Story über den dreieugige Monster erfahren? Ja, gerne. Also eigentlich gibt es da keine Story zu. Aber guck niemals. Niemals in das dritte Auge. Oder in seine Balls, was? Viele Abenteurer sind danach verschwunden. Okay. Oh, da ist wieder ein Händler. Ich denke daran, ein Store bzw. ein Geschäft in der Stadt zu öffnen, aber ich brauche ein paar Goldcoins. Ja, wir machen das mal. Weil so ein Shop fände ich jetzt gar nicht so schlecht, ne? Kriegen auch ganz viele Achievements gerade. Klassenmeister! Kongratulation! Ich dachte gar nicht, dass du es so weit schaffst, aber du bist jetzt Level 20. Es ist Zeit, um ein Ritter zu werden. Ich muss mal gerade was nachgucken. Ja. Wir werden nämlich jetzt hier pausieren. Ich hoffe, dass das automatische Speichern hat. Wir gucken erstmal, wie wir aussehen würden. Okay. Interessant. So. Dann werde ich aber tatsächlich okay ins Main-Menü gehen. Wir gucken einmal kurz, wo das weitermacht. Okay. Okay, okay. Also, ja, das war erstmal Who Needs a Hero. Ich weiß nicht, inwiefern ich das weitermache. Ob ich das ziemlich hart cutte, sage ich mal. Nur die lustigsten Momente rausnehme. Schauen. Sonst bedanke ich mich natürlich fürs Zuschauen und hoffe natürlich, dass ihr in der Runde bleiben wollt. Klickt gerne auf Abonnieren und macht einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat und ihr das auch so lustig fandet wie ich. Ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüssi!